Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder bei einer neuen Folge von Plants vs. Zombies Battle for Neighborville. Jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir weitermachen hier? Oder wollen wir was anderes machen? Ich würde schon sagen, wir machen hier weiter. Hallo, gute Dame. Und wie geht's dir? Okay, fühlt sich immer noch. Okay, ist immer noch. Ist immer noch befallen von dem Pilzi-Pilzi. 10 von 50 haben wir. Okay, ja, letzte Folge war ein bisschen blöd. Letzte Folge haben wir gefühlt, im Endeffekt haben wir ja nichts geschafft mit der blöden Rumspringerei in dieser Wassergegend und so. Mei, war ganz nett, aber ist halt doch nicht ganz das gewesen, was ich machen wollte. Heute schaut es hoffentlich anders aus. Heute sind wir hoffentlich produktiver. Deswegen starten wir hier frisch und frei neu in das Stadtzentrum beim Pier der Angst. Und schauen mal, ob wir heute Progress haben. Was ist das da hinten? Da will ich mal kurz hin. Was ist das? Jetzt ist es natürlich schon wieder gut, wenn ich schon wieder irgendwo hin starte zu, was ist das, statt zu sagen, wir gehen jetzt dahin, wo die Ausrufezeichen sind. Machen Missionen. Das ist eigentlich das, was wir machen sollten. Missionen! Yeah. Kiste. Nehmen wir mit. Da bin ich dabei. Okay. Level 7 erreicht. Okay. Was ich komisch finde, warum haben die Zombies in der Basis ein Spiel zu spielen? Und die Pflanzen nicht. Die haben da das lustige Klavier stehen. Wenn man da das Theme nachspielt, kriegt man was. Aber das war es auch schon. Das ist ein bisschen schade. Aber okay. Wo sollen wir denn hin? Hier ist ein Ausrufezeichen. Normalo. Machen wir uns auf den Weg zu Normalo. Es hat ja nicht wirklich gut geändert, dass wir uns das letzte Mal zu dem anderen Typ hier auf den Weg gemacht haben. Na! Dass sie nicht sterben wollen. Stirb! Ja, ich brauche doch noch um einiges mehr Boogie-Blitz-Dinger, ne? Da habe ich mich wohl letztens getäuscht, als ich meinte, wir wären fast fertig damit. Oh, das ist ja cool. Die haben ja so einen richtigen Strand am Haus. Ja, richtig cool. Und ich laufe... Oh, bestimmt wieder an sehr vielen tollen... Das ist wieder ein Zwergeneingang. Oh nö, aber ich wollte doch heute produktiv sein. Aber das ist ein Zwergeneingang. Aber ich wollte doch heute produktiv sein, aber... Okay, wir müssen sowieso. Komm, wir machen Hauptstory. Was ist, kommen wir hier eh nicht durch. Das ist wie bei den Käsefliegen. Oder wie die waren, wie die hießen. Da, man musste ja auch erst die Sachen von der Hauptstory machen, damit man hier anständig sammeln kann. Tacos! Also, auf dem Weg zum X! Ah, servus. Das ist einfach eine fette Sonnenblume. Da ist einfach eine fette Sonnenblume. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Geht weg, lass mich in Ruhe. Das tut weh. Warum ist da eine fette Sonnenblume? Aua! Will ich sterben? Ich bin nur noch so jung. Ich bin ganz so jung, bin ich dann leider noch nicht mehr. Hallo? Überall sind hier Gegner. Hallo? Servus! Ich bin Norm. Wenn du Hilfe brauchst, frag einfach, eine schöne neue Hose gefällig oder ein Glas warme Milch. Einen einzelnen Ballon brauchst du? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Ballonwitzbolbe. Bolde. Da die Ballonfabrik kürzlich explodiert ist, ist der Ballon oben an der Antenne des TV-Senders der einzige, den es noch gibt. Trommle die Truppen zusammen und hol ihn dir. Okay. Das machen wir. Das klingt nach Spaß. Oh, cool. Oder wie, nach was klingt das? Warte. Ich hab das irgendwo. Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Suchst du einen Ballon? Dann stimmt es also. Dr. Echter Doktor arbeitet wirklich an der Steckbombe. Entschuldige. Ich bin Norm. Hallo. Ich gehörte zum Trupp, der Teile für die Stinkbomben besorgen sollte. Aber wir waren zu sorglos. Nie hatten wir damit gerechnet, uns die Ununtoten-Infektion zuzuziehen. Doch schon wenig später redeten wir plötzlich über Steuern und Naturjoghurt. Wir waren infiziert.
Einen Ballon von der Antenne zu holen, wäre viel zu anstrengend gewesen. Wir schüttelten uns die Hände und trennten uns. Wenn du ihn brauchst, wette ich, dass der Ballon immer noch am TV-Sender hängt. Aber ohne Hilfe wirst du ihn nicht runterkriegen. Führe einen Zombie-Trupp auf den Hügel. Gemeinsam kriegt ihr den Ballon darunter. Solltet ihr scheitern, können wir immer noch zusammen Teewärmer stricken. Ich glaube, es wird nicht funktionieren, wenn ich diese Taste drücke. Ja, ich habe das auf meinem... Ich muss das mal umstellen, meinem Soundboard. Das ist auf dem Teamspeak hinterlegt. Muss ich mal anders machen. Ja, hi. Geh zum TV-Sender. Das machen wir. Nichts leichter als das. Ja, servus. Oh, wir sind, der ist so klein gewesen, habe ich nicht gesehen. Ja, hi. Oh, oh, oh. Katzin lässt nichts Gutes erahnen. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Oh, shit. Ah, mein Selektzug. Haut ab, ihr Feiglinge. Die Walnüsse haben dir aber eine echte Rosine ins Müsli gemixt. Ja. Ah, easy. Das stört die Walnusskanonen. Ja. Nicht leichter als das. Das schaffen wir schon. Kann ja nicht so schwer sein. Au. Oh, vielleicht ist es doch schwer. Oh nein, wer schießt da auf mich? Och nein. Ach, da war eine Sonnenblume. Und dann... Ha, die wird von ihren eigenen Walnüssen getroffen. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Die wird von ihren eigenen Walnüssen getroffen. Oh, das feiere ich gerade. Jetzt muss ich das wieder von vorne machen, oder? Nee, nicht mehr. Cool. Oh Gott, feiere ich das. Das ist ja Friendly Fire. Charakterherausforderung abgeschlossen, okay. Kann man die. Ach, man kann die kaputt schießen. Ist ja cool. Kann man das mal da hinten ein bisschen treffen? Damit wir da jetzt ja gleich in Ruhe durchrennen können. Ja. Oh Gott, gut, dass die über meinen Kopf hinweggeflogen sind. Oh, hier schön alles einsammeln. Ah, das sind diese Kanonen. Wie das ausschaut. Sieht das geil aus. Hahaha. Oh, doch, dann sind wir kaputt. Jetzt wieder. Coole Sache. Schießt hier jemand auf mich? Ah ja, hier, tatsächlich. Na, sag mal. Ich hab dir erlaubt, auf mich zu schießen. Oh, nehmen wir den anderen Typ wieder mal mit, dass er dabei weggeschleudert wird. Dann nervt mich nämlich. Ist er da hinten? Ja. Oh, da hab ich seinen Schaden drauf. Au ab, ich will dich duschen. Kaboom. Sehr schön. Zwei sind weg. Noch zwei übrig. Der Ballon gehört fast dir. Okay. Hi. Hä? Ach, von da oben. Sag mal. Kann ich den kaputt machen, den Ballon? Das wäre ja lustig. Machen wir den Ballon kaputt, den wir eigentlich bräuchten. Ah, da! Das? Kiste! Nice. Können wir bald wieder shoppen gehen. Oh, hi. Komm her. Komm da rein. Hier drin ist es schön gemütlich. Haha. So. Haben wir die auf dem Dach alle ausgeschaltet?
bin ich sicher. Und dann schleudert er sich hier. Preiskugelometer erhalten. Sehr schön. So. Die ist kaputt. Oh, hi. Wo kommst du her? Feuerwerk. Feuerwerk. Feuerwehr. Die Särge sind kein Feuerwehr. Aber vielleicht ja doch. Und ach, keine Ahnung. Das ist so ein schwieriges Thema. Man ist jetzt gut oder schlecht finden soll, dass es dieses Jahr ein bisschen anders ist mit dem Feuerwerk. Gibt halt so viele Pro und Cons. Eher mehr Contras als Pro gegen das Feuerwerk, aber hey. Trotzdem wird's, werde ich's vermissen. Das stimmt, du wirst ja nicht angezogen von dem. Doch, schon? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. So, das haben wir geschafft. Ach so, und jetzt soll ich das Feuerwerk. Wow. Na, Rosie, wie wär's mit uns beiden? Oh, oh. Bin fast down. Bin fast down. Rettet mich. Rettet mich. Feuerwerk, 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 Feuerwerk. Da ist das Feuerwerk. Entzünden. Und? 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 Schön. Ach, jetzt trauen sich die Zombies wieder. Feiglinge. Richtige Feiglinge waren das. Na, da haben wir einen Schluck getrunken. Schütze die Zombies, die den Ballon runterholen. Okay, das nennen die runterholen. Hat ja nichts mit runterholen zu tun, was sie da machen. Die schmeißen nur irgendwie was rauf. Haben wir da irgendwelche Vieh mit Reichweite? Jetzt braucht man Wut, aha. Naja, von hier oben kann man ein bisschen draufballern. Wird schon klappen. Sind hier schon welche oben angelangt? Nee. Oh, nicht not der Zombie. Nicht den armen Zombie töten. Halt er sich dann wieder hoch? Davon abgesehen, dass ich keine Ahnung habe, ob und wie viel Leben der verliert. Nein, ein Gratis-Pylon. Was, hat's einen getroffen oder was? Hat's einen erwischt? Oh nein! Conan! Der Barbar! Töte den! Töte den, bevor er Eier legt! Aha! Ihr geht da jetzt nicht hoch. Ey, ihr geht da nicht hoch! Hat euch keiner erlaubt, dass ihr da hochgeht. Sag mal! Geht's euch gut? Ihr kommt hier nicht hoch! Frechheit! Frechheit! Da ist schon wieder ein neuer Platz. Geht's dir da unten gut? Dem geht's gut. Geht's dir da gut? Geht's auch gut. Ja dann. Steckt wahrscheinlich irgendwo mal wieder eine Pflanze fest. Ah, hier. Wenn wir die getötet haben, ist es wahrscheinlich vorbei. Schauen wir mal. Ja! Wuhu! Da ist der Ballon. Jetzt beißt er rein. Puff. Oje. Hallöchen. Oh nein, geh mit deiner Flamme weg von meinem Ballon. Angst. Oh, Junge, ein so einer Holz. Ach, besser Feuer aus ihm. Und zwar subito. Subito. Subito.
Tor ist da irgendwie sowas wie Sport oder schnell oder irgendwie sowas, oder? Komm schon, stirb! Stirb! Ja. Ja. Schieß mal kurz auf den anderen Zombie, du tust mir weh. Bitte. Den nicht mit meiner Fähigkeit erwischt. Ja, hi! Hi. Es wäre schön, wenn ich hier mal einen Heiler bekäme. Oh, hi! Die waren ziemlich schnell weg vom Fenster. Oh, jetzt sind er. Schade! Stirb! Stirb! Haha! Easy! Oh nein! Och, da war aber noch Währung! Och Mann! Jetzt will ich den da oben haben. Gib mir den Ballon! Hol den Ballon zurück! Ja, wie denn? Den Baum kaputt machen. Durch den Baum schütteln. Aha, tatsächlich. Baum schütteln. Hallo! Einsammeln! Wuhu! Yay! Wupp, wupp. Du hast zu Ende gebracht, womit ich nicht mal angefangen hatte. Gut gemacht! Jetzt zurück zu meinem... Danke, Spiel! Danke! Level 8 erreicht. Sehr schön! Okay, jetzt fehlen uns nicht mehr... Oh, da ist eine Goldtruhe. Die holen wir uns. Die holen wir uns! Da werden wir nicht hinkommen, weil da ist bestimmt irgendwas mit Pilzgedöns. Ja, siehst du mal, wie ich das wusste. Gut, Bad Barei und Backsteinfaust und Affe und Holzbeinzieher. Okay, dann machen wir uns dahin auf. Das ist dann so quasi die nächste Folge, was wir tun, oder? Ich würde schon sagen. Kiste! Immer schön mitnehmen. Brauchen die Währungen und alles. Wie viel Geld haben wir jetzt? Ja, 6.000. Das lohnt sich ja nicht, noch nicht mal dafür, anständig shoppen zu gehen. Ach man, hallo! Na? Aha! Aber jetzt brauche ich nicht mehr viel Boogie-Blitze. Jetzt bin ich fast durch mit den Boogie-Blitzen. Und wenn wir mit den Charaktermissionen Sahama und der Tante durch sind, dann werde ich einen anderen Zombie spielen. Versprochen. Solange bleibe ich jetzt mal bei ihr. Eigentlich mag ich sie nämlich sogar. Irgendwie macht die Spaß. Auch wenn ich finde, dass die Schüsse seltsam sind von ihr. Weil... Oh, das ist eine spezielle Champion. Weil ich das Gefühl habe, dass selbst wenn man voll auf den Gegner zielt, man oftmals nicht trifft. Das finde ich ein bisschen nervig, aber ansonsten mag ich die total gerne. Gut, aber ich verabschiede mich an der Stelle. Sag Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.